Samsung Galaxy A40 oder Samsung Galaxy A41, viele von euch schwanken zwischen den beiden Geräten. Nach diesem Video kennt ihr die wichtigsten Unterschiede. Ich vergleiche die Unterschiede der Merkmale von beiden Geräten in den Kategorien Design, Bildschirm, Leistung, Kameras, Audio, Akku und Eigenschaften. Am Ende des Videos gibt es ein Gesamtergebnis. In der Beschreibung unten findet ihr aktuelle Amazon-Bewertungen und Preise zu beiden Produkten. Design. Bei der Kategorie Design ist das Galaxy A41 mit 68 zu 55 Punkten eindeutig vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: Spritzwasserfestigkeit. Das Galaxy A40 hat auch etwas vorzuweisen und hat folgende Vorteile: 12 Gramm leichter, 0,6 mm schmaler, 5,5 mm kürzer und 4,5% geringeres Volumen. Bildschirm. Im Bereich Bildschirm kommen beide Geräte auf 59 Punkte. Das Galaxy A40 ist in folgenden Merkmalen überlegen: 1,4% höhere Pixeldichte und besitzt bruch- und kratzfestes Glas. Bei folgenden Eigenschaften hat das Galaxy A41 überlegene Werte vorzuweisen: 2,6% höhere Auflösung, 3,4% größere Bildschirmgröße und Bildschirm ist immer an. Leistung. In der Kategorie Leistung ist das Galaxy A41 mit 81 zu 76 Punkten knapp vorne. Es sticht hier durch folgende Vorteile heraus: 18,9% schnellerer Prozessortakt, 2 Nanometer kleinere Halbleitergröße, nutzt HMP und 1,7-fach höheres Benchmark-Ergebnis. Das Galaxy A40 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: hat NX-Bit und 1,4 GB pro Sekunde größere Arbeitsspeicherbandbreite. Kameras. Im Bereich Kameras ist das Galaxy A40 mit 59 zu 50 Punkten deutlich vorne. Es kann hier durch folgende Vorteile überzeugen: 15% größere Blende bei minimaler Brennweite, hat einen hintergrundbeleuchteten Sensor BSI, unterstützt Videoaufnahmen in Zeitlupe und verfügt über eine Zeitrafferfunktion. Das Galaxy A41 hat auch seine Stärken und hat folgende Vorteile: 2,9-fach mehr Megapixel der Hauptkamera und 2-fach bessere Qualität der Videoaufnahme. Audio. In der Kategorie Audio kommen beide Produkte auf 58 Punkte. Es gibt hier keine größer abweichenden Eigenschaften. Akku. In der Kategorie Akku ist das Galaxy A41 mit 64 zu 57 Punkten deutlich vorne. Es glänzt hier mit folgendem Vorteil: 12,9% mehr Akkuleistung. Eigenschaften. Beim Punkt Eigenschaften kommen beide Produkte auf 82 Punkte. Folgende Eigenschaft besitzt das Galaxy A40, unterstützt 2 SIM-Karten. Ergebnis. In der Gesamtwertung schlägt das Samsung Galaxy A41 das Samsung Galaxy A40 mit 61 zu 55 Punkten deutlich. In der Beschreibung unten habe ich euch die aktuellen Amazon-Seiten zu beiden Smartphones verlinkt. Dort findet ihr auch gute Erfahrungsberichte. Wenn euch dieser Vergleich gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn euch eine Produkteigenschaft fehlt oder sich ein Fehler eingeschlichen haben sollte, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Schreibt auch gerne, für welches Produkt ihr euch entschieden habt. Ich freue mich über jeden Like. Um über neue Vergleiche informiert zu werden, abonniert jetzt meinen Kanal und aktiviert die Glocke.